Moin, ihr Bagaluten. Herzlich willkommen zurück zu Resident Evil. Ich bin jetzt hier die ganze Zeit überall rumgelaufen, hin und her. Bin jetzt hier in diesen Raum gekommen und hier höre ich gerade Schritte und... Deswegen dachte ich, ich hole euch jetzt schon mal zurück. Ich wollte eigentlich erst, wenn ich quasi gefunden habe, wie das da mit dem Treibstoff funktioniert. Und jetzt bin ich mal in diesen Raum gelaufen, wo wir da sowieso noch den einen Treibstoff auch mal hinbringen müssen. Aber vielleicht ist das ja zufällig hier in der Nähe. Dementsprechend. Aber jetzt habe ich halt gehört. Und ich habe mir hier meine anderen Waffen nochmal eingesch... Hä? Ich habe doch was gehört. Sieht aus wie ein... Na Ach! Okay. Treibstoffkapsel. Eine Nitroverbindung durch Rennen. Oh. Dann werde ich nicht mehr rennen. Ich kann mir aber vorstellen, dass das ebenfalls auch bei... bei Schießen passieren kann. Oh. Nicht rennen. Ich fühle mich gerade nicht so wohl dabei. Das heißt, ganz langsam gehen jetzt. Also, wie weit müssen wir eigentlich laufen? Oh, Alter. Wir gehen jetzt ganz vorsichtig. Spaziergang-Simulator 2017 oder 16, weil wir haben ja letztes Jahr angefangen. Ja. Oh. Warte mal, wo genau? Oder war das hier oben? War das hier? Ja! Oh, nicht, bloß nicht. Ach nee, hier brauche ich das nicht. Das bedeutet... ja. Dann gibt es keine Stromzufuhr. Das heißt, die Stromzufuhr wird dann... Oh, Vorsicht! Nicht so schnell. Ah! Oh, ich bin... Oh, Alter, bin ich angespannt gerade. Ah, Vorsicht! Oh, Millimeter genau! Ganz vorsichtig mit dem alten Daumen hier. Der linke Daumen, du musst ganz vorsichtig den Joystick hier. Hier ist irgendwas. Muss ich das irgendwo hier nachfüllen? War das hier? Ich glaube ja. Was? Ah, okay, dann funktioniert das eben so. Okay, und jetzt? Ich kann auch wieder rennen, ne? Sehr gut. Hey. Nehme ich mir wieder die andere Knifte in die Hand? Jetzt dann hoch und zu diesem auf. Bei Jill kriege ich da ja immer noch nicht raus. Ich wollte jetzt auch nicht mit dem Ding nochmal so einen Umweg laufen. Ich glaube auch nicht, dass das irgendwie was gebracht hätte. Ja, es ist anscheinend. Was? Wie? Hab ich... Mach ich doch! Dann noch weiter runter zu diesem Selbstzerstörungsding. Ja, da habe ich voll Bock, jetzt den zu drücken. Voll Bock drauf. Total geil, die Idee.
Aber ich glaube, da war noch das andere Ding, was ich, wo ich das machen kann. Und zwar nicht in diesem Raum, sondern noch einen weiter. Das waren drei Räume hier unten. Da hinten war das mit der Modeskette. Warum eigentlich Mo? Im Ernst, warum eigentlich Mo? Wofür steht das? M für massiv vielleicht, also für viele Daten, bei many data. Und den drücke ich nicht. Aber ich glaube, nehme ich den hier, oder? Ja! Okay. Okay. Oh je. Oh je. Und mir fällt gerade ein, gab das nicht auch irgendwie super viele verschiedene Enden, wer mit wem nachher entkommt und wer überlebt oder so? War da nicht was? Bin mir nicht sicher. Also so in der Art wie beim Mass Effect. Aber halt noch ein bisschen anders. Also auch einfach mal 10 Jahre früher oder 15. Ja, ach, anscheinend. Kann mich nicht bewegen. Der Aufzug funktioniert. Chris! Rebecca! Rebecca! I saw you in the inner garden. I finally caught up. Warum hast du mir nicht geholfen? I'm glad you're okay. No more following. Just stay with me, kid. That's my plan, sir. Oh. Das ist aber auch nicht ihre richtige originale Ausrüstung da. Das ist eigentlich quasi ein Skin quasi von dieser Edition, die ich hier habe. Okay. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte mit dir reden. Mann. Ach, scheiße. Und jetzt lasse ich sie da oben stehen, oder was? Wir werden jetzt immer zusammenbleiben, Kid. Ich passe auf dich auf. Ich muss nur noch mal kurz was holen. Hab meine Zigaretten vergessen. Schatz, ich hol kurz Kippen. Scheiße. Ach, sehr gut. Ich wollte schon seit 3 Folgen jetzt meine Brille putzen. Mann. Geile Nummer. Top notch. Scheiße. Ach, sehr gut, ey. Ach, sehr gut, es wird immer besser. Und wo sind wir? Oh. Irgendwas soll ich hier aber noch machen können. Er sagt, das ist hier rot. Oh, Schwermunition. Scheiße. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Mist gebaut. Mit meiner Inventargröße. Sequenz, Beskar. Wesker. So you've come. Chris, you make me proud. But of course you are one of my men. Thanks. Since when, Wesker? I'm afraid I don't know what you're talking about. Since when have they been slipping you a paycheck? I think you're a bit confused. Du ziehst mir eine Waffe auf mich. I've always been with Umbrella. Oh. And stars were umbrellas. No, rather, my little piggies. The Tyrant virus leaked, polluting this whole place. And unfortunately, I had to give up my lovely members of STARS. You killed them with your own dirty hands! You son of a bitch! No. Oh yes, dear. Just like this. Is that the Hurensohn? Becca! Don't move! Was? You. I don't think you want to die just yet.
I have something that's of some interest to you. Das ist der Tyrann. Okay, die Szene haben sie aber tatsächlich neu gerendert. The ultimate life form. Tyrant. Ja, und wunderschön. Wesker, you've become senile. Chris, you'll never understand. It's magnificent. Lauf, lauf. Come on, you test tube freak. Lauf. Wow, wie ist der Raum aufgebaut? Ich kann im Kreis laufen, alles klar. Hilfe. Stopp. Ich laufe im Kreis. Ich kann hier nicht langlaufen. Oh Gott, ach du A. Oh. Ho, 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 ho. Dein Ernst? Fuck, nicht zum Händchen. Nein. What the fuck? Das war's schon? What? What? Warum? Du willst mich doch wohl verarschen, oder was? So ein elender Tod. Er hält etwas fest. Beobachtungsnotiz. Beobachtung zum Wesen. Die Entdeckung des G-Virus erfolgte 21 Jahre nach Anwendung des Progenitor-Virus. Einfach nur nochmal zum Erzählen. Das T-Virus, Tyrann-Virus, ist das, was jetzt gerade quasi verwendet wird im ersten Teil. Das G-Virus kommt eigentlich erst im zweiten vor. Dementsprechend weiß ich nicht, ob das hier so... Naja, ich lese mal weiter. Der Prototyp-Parasit, den wir aus einem Labor in Frankreich kommen ließen, wurde dem Testobjekt verabreicht. Das Testobjekt nahm den Parasiten ein, ohne jegliche Beeinträchtigung zu zeigen. Ausbleibende Reaktion war lange ein Rätsel, doch nun ist mir alles klar. Der Prototyp-Parasit verbrachte eine Inkubationszeit von 21 Jahren im Körper des Testobjekts. Dann mutierte der Prototyp plötzlich, oder vielleicht ist evolierte ein angemesseneres Mann. Angemesseneres Wort. So. Diese Beobachtung brachte meine Forschung beträchtlich voran. Durch weitere Modifikationen und Tests gelang mir die Abteilung eines Verfahrens zur Entwicklung des G, das die Leistung von T weit übertrifft. Dies war der Durchbruch, der die Zukunft der bioorganischen Waffen prägen würde. Ich kann es gar nicht abwarten, Alexia mit der Veröffentlichung meiner Forschung endgültig in den Schatten zu stellen. Leider wird es noch ein paar Jahre dauern, bis ich meine These beweisen kann. William Birkin. William Birkin ist quasi tatsächlich, das ist erzählt halt auch als der Erschaffer des G-Virus. Der im zweiten Teil auftaucht. Alexia, scheiße, wer ist Alexia denn nochmal? Den Namen kenne ich auch. Habe ich auch schon 100 Mal gehört. Anscheinend die Entwicklerin des T-Virus. Weiß es nicht. Alexia, wer ist Alexia nochmal? Nicht seine Frau, ne? Nee. Oh, vielleicht wäre dann echt nochmal so mit einer Capture-Card. Resident Evil 2 für die PlayStation. Vielleicht wäre das nochmal was. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben.
Ist dann aber halt alte Grafik und alles so und so, ne? Wo ist die Kleine? Hey, sie lebt. Rebecca! Chris. It's a good thing you were wearing your bulletproof vest. Worunter denn noch? There's nothing left for us to do here. Let's get moving. Okay. Und sonst haben wir hier jetzt nichts mehr. Ich würde hier gerne nochmal nachgucken. Eine Reihe von Kapseln. Jeder befindet sich ein unglaublich hässliches Wesen. Da bitte Fotos reinschoppen. Weh, ihr nehmt meins. Tür ist elektrisch gesperrt. Anscheinend erfolgt das Notfall automatisch. Ach so. Okay. Alter, guck dir das Ding an. Wahrscheinlich hier ran. Ich muss hier doch irgendwo jetzt was anschalten können. Ah! Ja. Sehr gut. Und kam. Wäre ich jetzt hier rüber gekommen? Nee, ne? Nee. Oh, ey, guck dir die mal an, ey. Eins. Ist das eine schicke Hose, die da anhat? Mann, Mann, Mann. Bin zu weit gelaufen. Ich hätte auch dazwischen nicht weiß. Jetzt müssen wir Jill irgendwie rausholen, aber wie zur Hölle? Ein Slot habe ich frei. Ja, da kann ich natürlich die andere da reinpacken. Die Schrotflinte. Ah, sie ist wieder mit dabei. Schön. Gott sei Dank trägt sie eine kugelsichere Weste. Aber worunter soll sie die denn noch tragen? Die hat doch fast nichts an, die Frau. Chris? What is it? Was? I found a file in the lab. Apparently there's still a lot of tyrant virus here. We should blow this whole place up. Right. The show must go on. I'll leave that up to you, Rebecca. I'm on it. I'll start the self-destruct system I found a little while ago. It's not like we're out of this yet. I'll see you on the outside. Outside. Okay, liebe Leute, ich würde tatsächlich mal sagen, das ist das letzte Ding, was jetzt kommt. Dementsprechend, glaube ich, werde ich das jetzt so halten, dass der hier... Komm, hau ab. Das Kampfgewehr. Nice. Ah, ich will das mal ein bisschen sorgfältiger hier haben. Pass mal auf. So. Da. Alle nochmal nachladen. Nur für den Fall, hier irgendwas verduselt habe. So. Ich habe 21 Magnum-Schuss. 16 Gewehrschüsse. 21 plus 16 sind 37. 37 krass dick Badaboom. Naja, und 49 Puff. Das ist eine Idee. Habe ich... Ja, ich habe noch eine Warnung. Ich hätte eben gerade schon einmal nochmal gespeichert gehabt. Pass mal auf. Ich muss ja nicht das Dicke nehmen, ich kann ja auch das Kleine hier nehmen. Pass mal auf, ich nehme mal das Kleine da, verwenden, gesund, absolut, sehr cool. Dann werde ich jetzt für den Fall der Fälle nochmal speichern. Ich habe vorhin schon, bevor ich diese Aufnahme gestartet habe, gespeichert. So. Alles klar. Und dann, liebe Leute, war es das für heute.
Wir sehen uns dann. Warte mal, scheiße. Das ist jetzt die. Moment, mal gucken. 1, 2, 3, 4. Ah, dann sehen wir uns Montag. Und Montag müsste dann das Showdown sein. Dann freut euch schon mal. Seid gespannt, was passiert. Und wir gucken mal, ob wir vielleicht noch eine Special-Folge zusammenkriegen. Mal gucken. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Winke, winke, ciao und tschüss.